Es kann durchaus sein. Es kann durchaus sein, dass das heutige Video noch kürzer wird als gestern, beziehungsweise einfach nichts Interessantes passiert. Die Sache ist die, wenn man Daily Vlogs macht, dann macht man jeden Tag ein Video. Und das heißt, man nimmt auch die Tage mit, an denen man arbeiten muss, beziehungsweise an denen vielleicht einfach nicht so interessante Sachen passiert. Wie jetzt zum Beispiel letztes Wochenende, an dem ich die ganze Zeit unterwegs war oder am See war. Ich habe einiges zu tun heute und ich kann mir nicht so eine Ausrede suchen wie gestern, dass das Wetter schlecht ist oder dass Luca angerufen hat und wir einen Kaffee trinken gehen. Heute muss ich mich auf mein Zeug konzentrieren und arbeiten. Und das heißt normalerweise für diese Videos, dass sie entweder kürzer werden oder relativ uninteressant. Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr das Video anguckt und irgendwas mitnehmen könnt. Ja. Ich werde trotzdem versuchen, irgendwann heute im Laufe des Tages so einen kleinen Zeitslot zu finden, in dem ich rausgehe und, keine Ahnung, ein, zwei Zeitraffer aufnehme und einfach irgendwas filme. Ja. Let's do this day. Die erste Sache, die ansteht, Zoom-Meeting mit den Boys für ein Uni-Projekt. Hallo. Was geht ab? Ihr seid im Vlog, ja. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das ist in Ordnung. Philipp, dich sehe ich heute Abend sowieso noch in Person. Stimmt. Mhm. Ja, Mann. Luca ist jetzt tatsächlich auf dem Weg nach Eisenhüttenstadt. Es hat alles noch funktioniert. Oh, er ist eingefroren. Ups. Viel Spaß beim Dreh. Das ist alles, was ich sagen wollte. Meeting ist fertig. Sehr erfolgreich. Zur weiteren Tagesplanung. Ich glaube, ich springe jetzt kurz in die Dusche. Dann mache ich mir was zu essen. Und dann setze ich mich wieder an den Laptop und arbeite. Ich muss einen Kanaltrailer für Meet Your Mentor schneiden, den wir letzten Freitag aufgenommen haben. Das ist so pretty much das Einzige, was ich heute machen werde. Ich habe überlegt, ob ich mich in einen Café setze, aber irgendwie, ich glaube, das wäre heute, das würde mich heute nur unproduktiv machen. Deswegen werde ich versuchen, von zu Hause zu arbeiten. Etwas, was ich tatsächlich eigentlich irgendwie hasse, aber eigentlich machen muss, die ganze Zeit. Heute Abend gehe ich noch mit Philipp und eventuell Justin, wenn er mitkommt, Chungking Express gucken. Dieser Film von Wong Kar-wai von 1994. Den habe ich schon lange auf meiner Watchlist. Mal sehen, was der kann. Ob sich der Film lohnt, sage ich euch später. Ich habe ganz guten Fortschritt gemacht. Mittlerweile ist es so kurz vor 16 Uhr. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine Pause und gehe raus. Yes. Mir ist gerade aufgefallen, dass heute einfach der 21.06. ist, also Midsommer. Beziehungsweise Sommeranfang oder auch der längste Tag des Jahres. Und ich habe nichts gemacht, außer den ganzen Tag drin zu sitzen und heute Abend ins Kino zu gehen. Naja, ist auch mein Tag. Heute mal kleinen Kaffee-Grab bei Friede. Sonne getankt,
Kaffee getankt, Aufnahmen gemacht, Motivationssnacks geholt. Jetzt nochmal 1-2 Stunden back to work. Ich würde sagen, dann wird das ein ganz produktiver Tag gewesen sein. Hallo, was kann ich tun für Sie? Was kann ich für Sie tun? Hast du neuen Haschen? Ja, mein Friseur nennt den 09. Seiten auf 0, oben auf 9 mm. Aber warst du heute wirklich mein Friseur? Nee, ich war gestern mein Friseur. Gestern? Ist dir scheinbar nicht aufgefallen. Die geht nicht mehr sauber, die Pfanne. Bro, du hast diese Pfanne so. Wenn du das Video siehst, er wird sich. Auf dem Weg zum Kino. Ich habe genug Zeit eingeplant. Ich sollte auf jeden Fall pünktlich da sein. Ja, ich fahre Nextbike und U-Bahn. Neues off. War ich noch nie in dem Kino. Erstes Mal heute. So sieht man sich in Real Life. War hier noch nie. Ich auch nicht. Sieht richtig geil aus drin. Es sieht cool aus, ja. Mhm. Es ist auf jeden Fall näher als das Rollberg. Da gehen wir eigentlich immer hin, wenn wir in Neukölln sind. Aber ich glaube, da läuft auch nicht oft was. Ne? Ich glaube, nur ein Saal. Keine Ahnung. Aber sieht sehr cool aus. Wir werden es uns ansehen. Was ist denn die? Du hast den Film schon gesehen? Ich mag ihn sehr, sehr. Okay, wow. Philipp hat ihn schon gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wow, was für ein schöner Saal. Ich fühle mich immer so weird, wenn ich eine Kamera mit ins Kino bringe. Aber solange es nicht die große ist. Solange ich hier nicht so ein Tripod vor mir auf dem Sitz aufbaue und einfach so schön um mich. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Kinosaal. Kann man auf jeden Fall öfters herkommen. Wobei da oben ist schon. Man sieht einfach den Holzboden von oben drüber. Das nennt man dann Berliner Kinoscharme. Ich hab schon wieder vergessen, wie lange geht das? Stunde 58. Also steht zumindest da, dass der dann endet. Also noch ist auch Werbung noch rein. Okay, wir sehen uns in 2 Stunden wieder. Mit proper Review des Films. 2 hours later. Oder ich brauch dein VPN, Philipp. Ich muss alles sehen. Alles von Doncast. Ich fange einfach an mit den Worten. Hammergeiler Film. Richtig nice. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt, aber es ist genau mein, vom Stil her, von der Story. Ich liebe Filme, die so Poesie haben. Philipp, was sagst du? Ja, kann ich nur zustimmen. Ja. Das ist echt, ja, einer der geilsten Filme. Du hast ja schon mehr von ihm gesehen. Welcher ist von denen ist dein Lieblingsfilm? Ich glaube echt Fallen Angels. Der hat ja eigentlich noch dazugehört. Also der Plan ursprünglich, 3 Kurzgeschichten zu erzählen in einem Film. Und die letzte Geschichte hat nicht mehr reingepasst, deswegen hat er die quasi auf Fallen Angels ausgelagert und noch einen Film gemacht. Ja. Guck, das ist der Vorteil, wenn man mit Filmnerds befreundet ist. Man hat direkt alles Wissen nach dem Film verraten. Du solltest mit in den Podcast kommen, auf jeden Fall. Gerne, sehr gerne. Philipp, wir sehen uns morgen zu Lightyear. Vielen Dank, dass du mitgekommen bist mit mir ins Kino. Die Scheißbahn kommt irgendwie nicht. Ich fahr wieder Nextbike. Ich lieg gerade im Bett und edite bereits das Video. Und mir ist aufgefallen, ich habe gar kein Ende aufgenommen. Deswegen, cooler Tag. Anstrengender Tag, langer Tag. Das war's. Wir sehen uns morgen.